Ich komme einfach nicht drauf klar, Leute. Da sind eiskalt die Vegieren bezwungen. Ich fasse es nicht. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass jetzt schon irgendeine Fraktion total am Boden ist. Also die Nords, da müssen wir aufpassen. Die scheinen hier ganz schön die Obermacht zu haben. Aber was soll's? Willkommen erstmal zurück zur dritten Staffel. Wir haben endlich Uxkal erobert und es gehört endlich uns. Denn aktuell haben wir mit keinem Reich in irgendeiner Art und Weise Krieg. Das bedeutet, Uxkal und die dazugehörigen Lehen gehören unserem Reich. Aktuell gehört das alles unserem Fürsten Gleis. Geh doch alle mal weg hier! Und das bedeutet, der Gleis kann sich gut aufbauen. Unser anderer Fürst hat zwar keine Lehen, aber bei dem haben wir ja massig Beliebtheit getankt. Also das dürfte keine problematischen Probleme geben. Ich treffe nichts. Aua, was soll das? Und wir nutzen die Friedenszeit, um unsere Armee aufzubessern. Natürlich Gold zu sammeln. Vielleicht können wir auch noch das ein oder andere Gewerbe bauen. Und vielleicht sollten wir auch unsere Fürsten selber ein bisschen ausstatten. Gerade den Gleis immer mal ein paar Truppen rüberschieben und so, dass der eine ordentliche Streitkraft schnellstmöglich hat. Weil ich habe schneller Elite zusammen als der Knirps. Und wir brauchen für den nächsten Krieg auf jeden Fall massenhaft gute Leute. Deshalb wäre das tatsächlich eine Überlegung wert, aber aktuell ist der ja gar nicht in seiner Stadt. Weshalb wir noch einen Augenblick warten müssen und mein Pferd hat schon wieder eine Axt im Ohr. Was soll das? Acht Tote bei mir, die können mich doch mal. Zur Strafe nehme ich jetzt voll viele Gefangene mit. Und mache mich erstmal nach Rivercheck. Hab jetzt keine Zeit für Geplauder, du Made. Ich wollte gar nicht kämpfen, naja gut. Aber müssen wir wohl ran, hä, Freunde? Müssen wir wohl ran. Was mir natürlich gar nicht gefällt, ist, dass wir gerade so wenig Reiter haben. Naja gut. Da müssen wir die Seeräuber aufhalten, bis die Infanterie vorne ist. Die Schützen bleiben zurück. Los, aua, aua, aua! Hab was getötet, ich bin gut. Als ob ihr eine Chance gegen uns gehabt hättet. Okay, die Infanterie ist da. Au, ist gut, lasst mich in Frieden. Jetzt muss die Infanterie halt mal mit ran. Anders wird das jetzt nicht. Gut gemacht, Männer. Immer schön drauf. Chiremus hat ein Level-Up. Sehr gut. Mein Mr. Lieblingsarzt hat ein Level-Up. Das wird ein Spaß. Den seine Fähigkeit noch ein bisschen hoch zu bomben. Gut gemacht, Männer. Drei Tote schon wieder, die Hunde. Na, was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, jetzt gucken wir erstmal schnell hier. Hier können wir nämlich noch schön befördern. Der Elaine hat auch schon wieder ein Level-Up. Bist du bei uns für irgendwas zuständig? Eigentlich aktuell nicht. Welche Stufe bist du? Ja, du bist ja auch mal gerade Stufe 3, also hörbar. Dann geben wir dir Stärke oder kriegst du noch ein bisschen Eisenschwarte oder was? Dann kriegst du mal zwei Hand, wenn du schon so viel Schlagkraft hast, ne? Dann müssen wir das ja auch mal ein bisschen nutzen. Chiremus, mein Freund. Stufe 9 und sieh mal einer an hier. Wundbehandlung, Chirurgie. Was kriegt denn der noch? Braucht er hier noch irgendwas? Naja, Ausbilder könnten wir zum Beispiel noch geben. Oder wir sparen den Punkt für später auf. Der ist ja jetzt erstmal ein besserer Arzt. Das freut mich. Kriegt er wieder Stangenwaffen drauf. So, und mit unseren ganzen Gefangenen ziehen wir jetzt nach Rivercheck.
in die Schenkel. Hoffentlich gibt es hier einen Lösegeldlappen. Ja, gibt's. Die Tigerbanditen für 104 und die Seeräuber für 112, das stieg. Elite-Schwertkämpfer, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt unbedingt haben will. Mir wäre es erstmal lieber, zum Waffenhändler zu gehen. Hier gibt es nämlich zum Beispiel noch wunderschöne Waffen. 37B, eiserner Streitkolben. Das wäre natürlich auch eine schöne Imperiumsfaust, ne? Kann Blöcke durchschlagen, ist unausgewogen. Mein jetziges aber auch. Verkaufen wir dir mal den Hammer und alles andere, was wir noch dabei haben. Eigentlich bin ich ja hauptsächlich hierher gekommen, um für unseren Ceremus eine neue Stangenwaffe zu organisieren. Hier eine Gläffe zum Beispiel. Das wäre doch was für unseren Ceremus. Ja, und ansonsten eine bessere Armbrust habt ihr nicht gerade zufällig, oder? Großer Sack Stahlarmbrustbolzen. Die nehme ich mal mit. Gut, wie sieht's denn aus mit Hoppla Hüs? Das ist mir zu teuer, ich nehme mal lieber so eins mit. Reiten 2, Reiten 1, Reiten 3. Nehmen wir die mal mit. Ceremus, mein Freund. Lass mich deine Ausrüstung sehen. Das Zweier könntest du nehmen, das Dreier bestimmt nicht, hä? Nee. Dann kriegst du mal das hier und kriegst die Stangenwaffe dazu. Kann man die auf dem Pferd benutzen? Ja, gut. Notfalls hat er ja noch das eigentlich, aber das kann er gleich mal wieder weggeben. Braucht er jetzt nicht. Deshavi. Kannst du ein Dreierpferd nehmen? Nee, dann kriegst du das Einerpferdi. Kannst du auch nicht nehmen, du Lappen. Bunok, mein Freund. Kannst du das Dreierpony nehmen? Nö, aber das Einer doch bestimmt, hä? Ja. Was hast denn du? Hast du bei Reiten 3? Du hast bei Reiten 3, na? Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Dann kriegst du das Dreierpferd dazu. 26, kriegst du noch ein besseres Schwert mit. Sehr schön. Waffenknechte natürlich wieder, Kavalleristen, Fußsoldaten. Vierziger sind mir ein bisschen viel beinahe, ne? Wie sieht's in der Truppe aus mit Reiterei? Nicht besonders gut? Fliehre ich von mir, es wird dir nichts nützen. Okay, 46 gegen 40, das machen wir. Unsere Gefährten hier an der Spitze. Sehr schön, dass die jetzt Pferde haben. Da sind sie gleich doppelt und dreifach so nützlich. Der Ceremus sieht cool aus mit seiner neuen Stangenwaffe. Und ich sehe cool aus mit meiner neuen Keule hier. Der Hammer war ja schon schön, aber so ein richtiges Metallkügelchen an den Kopf kriegen, das tut bestimmt auch gut. Oh, und die Waffe ist deutlich schneller als mein Hammer. Aua. Dürfte auch ein bisschen mehr Reichweite haben, wenn ich mir das so angucke. Oh, ist das schön. Entschuldigung für den Headshot. Eigentlich tut es mir nicht leid, aber es ist eine Höflichkeitssache, ne? Wie sieht's aus? Ja, die kriegen aufs Maul, wie es sich gehört. Meine Leute vom Pferd zu holen. Was stimmt nicht mit euch? Ah, hört auf mich vom Pferd zu holen. Was stimmt immer noch nicht mit euch? Nee, sehe ich nicht ein. Hört gefälligst auf, verärgert zu sein, ihr Schweine. So, wie sieht's denn hier in der Schenke aus? Gibt's was, was ich brauche? Naja, Elite-Schwertkämpfer. Na gut, kommt mal mit. In der Not frisst der Teufel fliegen. Und ich guck mal, ob ich mir ein paar Nordrekruten krallen kann. Möglichst ohne dabei auf die Fresse zu kriegen wie sonst was. Gefangene haben die alle leider nicht dabei.
Reit man nach Wirtschek durch, würde ich sagen. Und da gucken wir auch mal in das Schenk. Chimera, alte Gaunerin, willkommen zurück. Haufen Reisende hier, überall Lösegeld, Heidis und hast du nicht gesehen. Na gut, hier kommt, nehme ich euch auch mal mit. Sultanat und Kergiten kloppen sich, das ist schön, da werden sie mich wohl in Ruhe lassen. Was ich durchaus gut heiße. Oh, hier gibt's aufs Maul, Freunde, hier gibt's aufs Maul. Seid nicht so feige, lasst mich hintern Stein. Ich kann sogar von hier aus feuern. Ist das schön. Lol, lol, lol. Oh, du Hund. Okay, okay. Jetzt bekommst du die volle Imperiumsfaust. Oh, na warte. Für dich. Rest kannst du behalten. Da habe ich 300 Dinare bei den Leichen gefunden. Das ist doch mal was Schönes. Und hier Haufen Nordrekruten krallen wir uns jetzt. Wir brauchen mal richtig ein paar ordentliche Haut drauf, Leute. Für Belagerung und so weiter sind nämlich Huskals gar nicht mal übel. Rodok und Sachanidisches Sultanat kloppen sich. Das ist gut, die sind alle im Krieg. Somit habe ich eigentlich aktuell relativ Ruhe. Oh, ich bin anscheinend auf dem Maximum gelandet. Wie sieht's denn aus inzwischen? Nordrekruten zu Nordfußsoldaten, immer gern. Waffenknechte, Chimera-Schatz, komm mal nach oben. Ansonsten gibt es jetzt erstmal noch nichts, das wir befördern könnten. Wir gucken mal an Uxkal vorbei, was hier so abgeht, ob der Fürstli da ist. Ist er. Der hat auch schon 84 Mann am Start. Der wird sich freuen, der wird gleich noch weitaus mehr haben. Überstellen wir den mal ein paar schöne Elite-Truppen. Oh, was geht denn hier ab? Haufen neue Fürsten, kann das? Dustum Khan, das ist der, der stürzen will. Oder? Arschloch. Fürst Kleis. Manit. Na gut, Fürst Kleis, mein Freund. Ich möchte euch einige Truppen überstellen. Und zwar habe ich hier wunderschöne Nordhuskals, die gebe ich dir. Svadische Sergeants kannst du haben. Den Rodok-Scharfschützen, den Vegiermeister-Schützen kriegst du auch. Svadische Scharfschützen, Nordbogenschützen, Veteran. Svadische Ritter, bitte kriegst du alles. Rest brauche ich selber, wie du siehst. Schenki. Wachmänner haben wir hier neue. Und damit hat der Kleist jetzt schon 104 Truppen. Das alte Kleischen. Und wir holen uns jetzt noch ein paar Swaden mit an Deck. Reiter ausbilden, ihr wisst Bescheid. So, 86 von 92, die ich haben kann. Hier haben wir noch einen Ritter. Hier haben wir noch Nordrekruten zu Fußsoldaten machen, bitte. Landsknecht Armbrüstli. Hier haben wir noch viele, viele Milizli. Hoch, die Nords sammeln sich. Hätte ich ja beinahe Angst gekriegt jetzt. So, was haben wir jetzt schon wieder zum Befördern? Nordfußsoldaten, wie soll es auch anders sein? Swadische Milizen, Landsknecht Armbrüstlis und Fußsoldatskis. Ach so, ja, ich bin voll. Hätte ich beinahe vergessen. Plünderer, euer Ernst? Oh, die Seeräuber haben sich aber angeschlossen.
Da sind es jetzt doch schon wieder 40 Gegner, aber ist kein Problem für uns. Unsere Männer machen das. Die haben ja nur weiß Gott genug Reiter an der Spitze. Und die paar Seeräuber, die machen den Kampf jetzt auch nicht besonders schwer. Meiste sind Plünderersocken. Und da hat mein Bolzen gesessen, ich hab's gehört. Verzeihung. Au, der Plünderer legt los. Ah, mein Pöni. Das ist frisch gekauft, du madedreckige. Na warte. Entschuldigung. Verzeihung. Du gehörst zu mir, da muss ich aufpassen. Das ist jetzt meins. Ach, der ist schon tot. Gut. So, Ladies and Gentlemen. Haben wir es wieder mal geschafft. Nehme ich mal ein bisschen... Oh, wir brauchen Futter. Ach so, ja. Ich wollte schon, ich dachte schon, irgendwas mit Schuld, hä? Wollen die sich schon wieder gegenseitig belegen, die Hunde, oder was? Geht weg, ich brauche Futter. Marktplatz, Warenhändler. Hauen wir das weg und hauen das rein. Seeräuber, 31 Stück. Klingt doch eigentlich ganz lecker. Bleib mal stehen. Bleib stehen jetzt! Bis wir die mal eingeholt haben. Ey, was haben wir da? Hä? Ich kriege euch. Ihr werdet schon noch sehen. Ach, wie weit ich die jetzt verfolgen musste, Mensch. Damit hat doch keiner gerechnet. Und da hinten am Horizont gammeln sie schon rum, die Räuber von der See. Die sind nur leider so weit weg von der See, dass die jetzt richtig aufs Maul kriegen. Hier sind sie nichts mehr wert. Verzeihung. Oh, das tut mir aber sorry. Oh, entschuldige bitte. Bitteschön. Ich treffe euch nicht. Hab was getroffen. Noch was getroffen. So. Das war ein ganz schönes Gekloppe. Hier habe ich viele erwischt, Freunde. Viele, viele Feinde geplättet. Seeräuber 16 Stück, die nehmen wir mal mit. Die sind was wert. Waffenknechte, Ritter. Kavallerie, Fußsoldatskis. So, wo sind wir denn jetzt? Ich würde nämlich ganz gerne mal hier hinreiten. Weil immerhin weiß ich, dass hier immer einer sitzt, der das Zeug auch kauft. Und zu wissen, dass es einen gibt, der alles kauft, das ist ja durchaus nützlich, ne? So, willkommen in der Schenke. Will ich euch? Ich glaube erstmal nicht, ich weiß es noch nicht. Eigentlich wollte ich endlich mal ein bisschen Geld auch sparen, damit wir wieder hier ein paar Gewerbe kaufen können. Ein paar fehlen uns ja noch. Hör auf, mir deine Geschichte erzählen zu wollen.
Seeräuber. Oh, lol, der kauft die aber nur für 50 auf, der miese Hund. Dann kann er das knicken. Die sind über 100 wert, du Rattensack. Da wird gekämpft. Shinki. Keine Lösegeldlies. Das ist aber schade. Naja gut, dann müssen wir die eben wann anders verkaufen. So oder so, ich bin erstmal happy. Aktuell scheinen wir tatsächlich endlich mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut.